Moin Moin und herzlich willkommen zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Worldwide Editions Let's Stay Away to the Destiny Duel bla 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 oder wie das sonst irgendwie heißt. Und diesmal bin ich nicht allein und zwar habe ich einen Gast dabei und zwar... Dark Exam. Richtig. Ja. Ich habe Dark Ex ziemlich provokant gesagt, ey, du guckst dir meine Let's Plays nicht an. Von Yu-Gi-Oh! Der hat mich gezwungen. Ja. Hilf mir, ich bin in seinem Keller. Ich bin in seinem Keller eingesperrt. Hilfe. Genau. Nein, natürlich nicht. Hast du überhaupt einen Keller? Ein Kellerraum, ja, aber das ist gerade mal ein Meter mal ein Meter. Was noch Keller? Da ist er gefangen. Ach, schon muss ich nicht einsperren und so. So, letztes Mal. Stimmt, haben wir eine Garage, wo ich nicht einsperren. Alter, ich sperre dich mit Nami im Badezimmer ein. Ja, ich sperre dich von meinen. Ey, pass auf, ich bin beide Katzen ein. Ist nicht von mir. Die pissen sich die Reviere voll. Das kann ich dir sagen. Und du als Revier. Kann ich dir sagen. Netz. So gut. Wir wollen jetzt nochmal gegen Yugi antreten. Und ich habe nochmal eine Neuigkeit. Ist bestimmt auch interessant für dich, Darkex. Ich bin ja im Moment in der Umzugsphase. Oh yeah. Und deshalb haben meine Freundin und ich beschlossen, dass wir nicht in den Urlaub fahren. Das ist positiv für euch. Schlecht für mich. ihr kriegt eure Parts und ich muss drunter leiden. Nee, wir haben beschlossen, dass wir nicht in den Urlaub fahren und lieber alles, was wir im Moment an Geld und sowas haben, lieber in die neue Wohnung stecken und dann den Umzug klar machen diese Woche. Ja. Das ist die Neuigkeit. Bist du schon wieder weg? Achso, nee, bist du ja. Ich dachte schon, du bist schon wieder. Er hatte vorhin wieder Bluescreen. Regt mich auf, ey. Wenn jemand einen PC haben will, ich schmeiß ihn euch umsonst gegen das Gesicht. Umsonst. Ich knall euch gegen das Gesicht. Umsonst. Ich schmeiß ihn gegen das Gesicht, genau. Umsonst, ey. Ich will kein Geld dafür. Komm. Mit PC, das ist... Ich hab noch 200 Euro rumliegen. Ach so, sehr gut zu wissen. Wo wohnst du nochmal? Hab ich dir noch nie gesagt. Nee, hast du noch nie erzählt. Stille Zirp. Nee, ich kann dir aber eines sagen. Mönchengladbach in der Nähe. Mönchengladbach in der Nähe? Da bist du bestimmt Borussia Mönchengladbach-Fan. Ja, ich bin gar kein Fußball-Fan. Echt nicht? Nein. Bam, Lichtschwerter sind weg. Ich habe Cyberdose verdeckt und habe auf diesen Zug gewartet. Mit Absicht. Mit Absicht. Er hat seine Monster gesammelt und jetzt zerstören wir einfach mal alles. Das ist die Rache fürs letzte Duell, Yugi. Bam! Bam! Kannst du überhaupt alles sehen oder ruckelt das Team nicht? Bam. Ruckel. Echt? Ja. Schade. Ich habe einen Pinguinsoldaten jetzt verdeckt aufs Feld gelegt. Und irgendwie hat Cyberdose nicht das gebracht, was ich wollte. Ich wollte eigentlich, hab mir eigentlich gedacht, dass ich vielleicht 4-5 Monster kriege, aber ich habe 3 Zauber und Fallen und 2 Monster. Und was kriegt er? Bauchkraken? Guter Magier? Boah, ich liebe... Der hat nicht ein Monster gezogen. Der hat nicht ein Monster gezogen. Wie geil ist das denn? Krass. Heftig. Ich könnte Ja? Wir setzen jetzt Überläufer ein. Yep. Mein Handy, das hat so eine klare Qualität, wenn ich jetzt aufgehört. Du filmst jetzt, was ich hier spiele? So, Gamma geklaut und den opfern wir dann direkt für unser Grimso. Oder, Moment, eben kurz überlegen. Das sind 1-4, 1-5. Weißt du, woran mich Grimso erinnert? Woran? An den Anime, die drei Cheater da. Die drei Cheater? Das hier. Du meinst Esparoba? Ja, diese Cheater da, Esparoba. Genau, ja. Wo seine Brüder da hinten auf dem Dach gesessen haben und alles so angeglotzt haben, was er da gemacht hat. Ja, wenn genau. Wenn du mein Let's Play verfolgen das würdest, ich so geil. Das wenn du so mein geil. Let's Play von Yu-Gi-Oh! Verfolgen würdest, dann hättest du schon in den Kommentaren gelesen, dass Tauren genau dasselbe geschrieben hat unter das Video.
Ey, komm, jetzt hau rein, ey. Ich lade mir Video hoch, eine Minute später hat das schon kommt zur Hütte geschrieben, ey. Nix, ey, wenn's Taurin guckt ja wahrscheinlich jetzt zu. Nix ja. Gegen dich, aber suchtst du etwa hier YouTube? Aktualisierst du andauernd und guckst, hat den Goku oder Darkest neues Video? Ja, ne. Das kommt mir so vor, tut mir leid, das kommt mir aber so vor. Also Taurin, nicht beleidigt fühlen, das ist einfach nur mal so eine Idee. Ja. Oh nein, er greift mich an. Er greift meine Riesenratte an. Das bringt überhaupt nichts, weil ich jetzt so eine neue rufen kann. Ey, der hat seinen Zug gerade. Ey, soll ich mal Schleichwerbung machen? Eine was? Schleichwerbung. Wofür? Pritt. Für Pritt, für den Klebestift. Pritt. Ich hab ja auch gerade Pritt alles Kleber auf dem Tisch. Ja, den hab ich gerade vor mir liegen. Ich habe diese Tube hier, diesen Flüssigkleber habe ich da. Weil meine Freundin musste ein Geburtstagsgeschenk für ihre Schwester basteln. Alter. Was? Wo meckerst du mit mir? Du bist so gemein. Was soll denn das? So, Spalt. Ich wollte gerade sagen, sein Pac-Man ist down, aber ich meine, sein Monster ist down. Dann... dann opfern wir Pinguinsoldat für das Schwarzmagiermädchen. Dann setzen wir Monster Wiedergeburt ein. Und rufen... Nee, nicht den Regen, sondern Buster Blader im Angriffsmodus. Ja, was auch immer. Ich kenn die ganzen Karten nicht. Du kennst die ganzen Karten nicht? Ja, ne. Hin und wieder kenne ich ein paar, aber ich kenne die alle nicht mehr so komplett auswendig. Leute, und ich würde sagen, das hier war die Rache für die letzten zwei Duelle gegen Yugi. Ich habe gewonnen! Das Haus hoch! Haus hoch! Bam! Und... was? Na dünn? Hilfe schön! Ja. Ja. Oh, oh. Ey, war an eine Sache. Ja? Aber eine Sache erinnere ich mich an irgendeiner Folge von dir. In deinem Let's Play hier, Yugi. So. Ja? Irgendwen hast du gerade gemacht, genau auf Null. Mit Jinzo oder weiß ich nicht. Da gab's schon mehrere Gegner, bei denen ich das hingekriegt habe. Nee, ich glaube, das war der letzte Part. Der letzte Part? Leute, schreibt in die Kommentare, wen habe ich auf Null gebracht im letzten Part? Mich. Ja. Taurin, schaut dir noch meinen letzten Part an und schreibt das mal hier unter das Video. Knut. Und so wie immer, ein Gegner und dann suchen wir mal eben. Oder quatschen hier so lange mit den Leuten in der Stadt, bis Dingsbums ist hier, bis ich meine Zeitung kriege, denn ich... Nein! Es ist hängen geblieben! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geh klein! Oh mein Gott, mein Desktop! Ah! Geh wieder groß! Geh wieder keine groß! Keine Rückmeldung! Geh wieder groß! Ah! Komm schon! Ah! Was machst du da? Du arme Sau! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah, okay, jetzt geht weiter! Und die Zuschauer haben alles gesehen! Unglücklich! Auch den Desktop? Ja! Auch den Desktop! Deinen sehr einfallsreichen Hintergrund? Ja, ich hab da halt nicht so viel, damit der PC nicht so viel arbeiten muss. Also, Dark Egg Summer hat einen super tollen Hintergrund, das wollte er jetzt wahrscheinlich nur... Ey, was ist das denn? Meine Damen! Nein, ich zeig jetzt... Ja? Ich zeig... Warte, nein, jetzt nicht mehr den Desktop, der ist wieder überfüllt. Schon wieder überfüllt? Hast schon wieder Müll da drauf gemacht, wa? Ja. So, ich muss jetzt mal eben vorlesen. Meine Damen, Herren und Duellanten, wie läuft der Kampf? Seid ihr bereit, an der Zielwoche teilzunehmen? Zu Beginn des Wettbewerbs bekommen alle Teilnehmer zwei Angriffsziele. Die müsst ihr finden und besiegen. Die Sieger erhalten Bonuspunkte. So, hier sind eure zwei Ziele. Wer sind meine Gegner? Oh, Weevil Underwood, das ist nicht gerade der Brüller. Und es ist Ishizo, okay? Die ist schon ziemlich gut. So, da haben wir ja mal zwei Gegner.
Wie lange habe ich Zeit dafür? Okay, habt ihr in der Vergangenheit jemals irgendeines eurer Ziele erreicht? Wenn nicht, habt ihr bla 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 bla. Ja, ich habe jetzt bis Ende der Woche Zeit oder wie lange jetzt? Mann! Achso, bis nächsten Montag, okay? Welchen Tag haben wir heute? Montag. Gut, habe ich eine Woche Zeit, um beide zu erwischen. Und natürlich ist hier keiner. Montag? Ja, hier oben rechts auf dem Bild, da steht Monday. Achso. Und ich muss jetzt bis die Woche, also einmal eine gegen eine Person spielen, ist ein Tag. Oder mit so einem komischen Typen hier labern, ist auch ein Tag. Ja. Ah, krass. Ich krieg mal Zeitung. Ich schaff mehr in einem Tag. Was für ein Ding? Achso. Ja. Hallo Duellanten, wie läuft das Duell? Kannst du ja in der Duellantenwoche nachlesen. Und denk daran, in jeder Ausgabe sind 5 Gratiskarten. Genau, 5 Stück. Also verlier dein Heft nicht. Wenn du Glück hast, kriegst du die passende Verstärkung für dein Deck. Schau gleich mal hinein. So, und es ist nur Scheiße dabei. Kennst du die Karten, die da stehen? Dark Hicks. Warte, denk was. Ja? Oh, nö. Meine Eltern sind am Pennen. Ja. Stachelschnecke. Ja, okay. Erledigt. Siehst du, da wie ich schieße. Vollstreck. Du siehst das voll immer Strecker noch. Vollstrecker von mir. So. Ja. Wir haben die Ishizu. Ah ne, warte, jetzt bist du auf der Map. Ja. Jetzt sehe ich die Map. Ishizu. So, das wird unser nächster Gegner sein, Ishizu Ishtar. Und ich würde sagen, Dark Hex, wir beenden jetzt diesen Part, weil ein Gegner, einmal Zeitung, das reicht für dieses Projekt. Oh, Zuschauer, seid nicht traurig, jetzt haben wir ein neues Ziel, und zwar Ishizu und Weevil. Also Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition. Let's stay away for the Destiny Duel oder irgendwie so bla. Bla bla. Haust rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal, tschüss, euer Dengoku und... Muss ich noch was sagen? Ja, natürlich. Ja, Abschied. Alter. Ich bin müde. Ja, zu jedem Partende muss man doch Tschüss sagen, Dark Hex. Tschüss, euer Dark Hex. Ich sag mal, so, bist du glücklich? Ja, danke schön. Also, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.